Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 auf dem PC. Dave Norton schreibt uns schon wieder. Was schreibt uns denn der alte Ganove? Michael, deine Waffen sind... Achso, nee, warte mal, das war die SMS. Schauen wir mal E-Mail. Hör zu, ich vermute mal, dass du sauer bist wegen des Gefallens, um den ich dich gebeten habe. Ich wünschte, ich müsste dich da nicht reinziehen, aber mein Boss hat in ein paar alten Fällen rumgeschnüffelt. Ich weiß, wir hatten einen Deal, aber das ist einfach eine neue Abmachung. Ich wünschte, es wäre anders, aber wie gesagt, du hast meinen Schutz verlassen, als du angefangen hast, wieder dein Ding durchzuziehen. Ich habe dir gesagt, dass das ein Problem sein würde. Du hast meinen Rat ignoriert. Ich werde mein Bestes tun, um dich als geschätzten Freund meiner Firma zu schützen, aber dann darfst du nicht aus der Reihe tanzen, Davy. Tja, wir mussten für den Gefallen tun. Wir mussten mal wieder, also Michael musste mal wieder das machen, was er schon kann, nämlich tot spielen. Und das hat auch ganz gut geklappt soweit. Aber Franklin soll jetzt aus der Stadt, haben wir gesagt. Warte mal, auf Franklin können wir dann wahrscheinlich ja nicht wechseln jetzt, ne? Oh, ein Ereignis. Was denn? Ich komme und helfe dir, pass auf. Ich glaube, die verarschen uns, ne? Ich glaube, die verarschen uns. Ja, ja, das war das, wo die einen verarschen. Warte mal, dann machen wir das anders. Ihr verarscht mich ganz sicher nicht. Und weißt du was, Bitch, du hast mitgespielt, du bist auch noch tot. Nicht mit mir. So, das Geld, was sie haben, sammeln wir natürlich ein. Blöde Fotze. Mann, 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 Mann. Die locken einen hier in den Hinterhalt von wegen, der prügelt seine Freundin und dann rauben die Leute aus. Aber mit mir macht man sowas nicht. Das wusste ich nämlich sogar noch, dass die einen verarschen wollen. So, gib mir mal mein Auto zurück, wir fahren weiter. Was machen wir denn jetzt? Wir haben eine Mission beim FIB, wir sollen ja mit dem Chef von Dave reden. Wir haben eine Mission bei Michael zu Hause, wir haben auch eine Mission mit Trevor. Ich hätte auch Bock auf Flugschule. Aber ich glaube, wir fahren einfach mal zu Michael nach Hause und gucken, was es da für eine Mission gibt. Ich hatte jetzt schon relativ viele Part-Story gemacht und ich weiß, ich habe gesagt, wir machen da mal wieder ein bisschen was neben der Story. Machen wir auch bald, aber ich weiß jetzt gerade noch nicht so ganz, worauf ich Lust habe. Ich glaube, wir machen demnächst mal die Flugschule, weil die gehört, glaube ich, auch dazu und ich habe da auch Bock drauf. Ansonsten, Schießstand könnte man nochmal vorbeischauen. Wir können mal ein Unternehmen kaufen, müssen wir ja sowieso. Also es gibt viele Dinge, die wir machen können. Ist ja auch GTA 5 und wir sind ja auch erst 20 Parts ungefähr drin von wahrscheinlich über 100. Also ich glaube, ich habe bei auf der PlayStation 3 100 Parts gebraucht, bis die Story zu Ende war. Da habe ich aber halt auch viel so Gedöns gemacht, immer mal wieder. Und dann habe ich ja noch ein paar Parts weitergemacht bis 100%. Aber wir haben ja sogar nach den 100% noch Videos gemacht. Also ich weiß nicht, wie lange man für 100% braucht. Vielleicht 100 Videos, vielleicht 120, vielleicht 150. Momentan sind wir bei irgendwie, ich glaube, 22% oder so und haben halt ungefähr die Anzahl auch an Parts gebraucht. Also wenn wir mit dem Tempo in etwa weitermachen, könnte ich mir vorstellen, so um die 110 Parts vielleicht, bis wir 100% haben, aber das weiß ich noch nicht. Es gibt ja auch einige Dinge, die dauern länger, zum Beispiel die Monster-Stunts oder keine Ahnung was, die bauen ja ein bisschen. Sehen wir dann mal. Wobei das mit der unter der Brücke durchging ja ziemlich schnell. Die haben wir eigentlich gut in einem Part abgehandelt. Das habe ich gar nicht gedacht, dass das so schnell geht. Jet klauen, Brücken fliegen, fertig. Easy, ein Part. So, aber jetzt fahre ich erstmal zu Michael nach Hause und gucke, was wir da für eine Mission haben. Auch ernsthaft, durch den blöden Busch kann ich nicht durchfahren. Ein Oracle! Ich bin auch schon länger kein Oracle mehr gefahren. Eigentlich hätte ich mal wieder Bock auf einen Oracle, naja. So, und jetzt da vorne links abbiegen bitte, dann sind wir schon fast da. Natürlich bin ich jetzt gerade Richtung mein Online-Apartment gefahren, das war aber falsch. Wir müssen hier links runter. Naja, Michael wohnt ja ganz in der Nähe vom GTA Online Apartment. So, da sind wir bei Michael. Ich speichere nochmal. Sicher, sicher. Mein Spiel ist zwar seitdem ich das im Fenstermodus spiele, nicht mehr abgeschmiert, aber man weiß ja nie. Genau, 22,4% haben wir momentan. Also das ist ja schon ganz gut, muss ich sagen. Ah, da steht der pinke Wagen von unserer Frau. Gut, schauen wir mal, was es hier gibt. What is wrong with you, smoking in my house? You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you.
Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you lowlife, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. She's very centered. A regular oasis of peace and tranquility, this one. With anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too. Please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please, no. No, no. The yoga is for sharing. Come, come, Miguel, come. Awesome. So, Fab, if you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Miguel. Yeah, no doubt. So Miguel. So, dann machen wir doch mal ein bisschen Yoga. Here is your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda, the asshole. Now we begin and put the asshole to the earth. Yes, we begin each sequence. Tadasana. Yes. Or mountain pose. All right. Un, deux, trois. Mouth and anus. Perfectly in line. Show him, Amanda. Un, deux, trois. It is perfect. Now, Michael. Okay, wir sollen unseren Anus Richtung Boden ausrichten. Das können wir mal. Lustiger Zufall, dass schon drei Matten da liegen, ne? Praktisch sowas, dann, In and out with the breath, Michael. Out with the breath. Who would have thought it possible? Michael, du musst deinen Anus Richtung Boden ausrichten. And out through those wrinkled lips. That is okay. So, ich mach das Ganze mit dem Controller. Ist, glaube ich, einfacher. Ich weiß nicht, was auf der Tastatur angezeigt würde. Air through the nose. And out the mouth. Out through the mouth. Maintain it. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes, when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Okay. Ja, ich meine, hier in der Sonne, am Pool und so, da würde ich auch mich ein bisschen so bewegen. Okay. Es ist ja eine schöne Location. Schön warm. Oh, wow. You feel that? The emotion inside. Nicht, dass ihr die operierten Brüste rausrutschen. Michael, join us. Los, Michael! Heul doch auch mal ein bisschen rum! Okay, und atmen, Michael! Mach deinen Anus frei! Wäre lustig, wenn er jetzt einfach so furzen würde. Einatmen, Michael! Ausatmen! Beziehungsweise Michael, sagt er ja immer. Okay, komm schon! The silly man forgets to breathe. Nee, immer schön atmen. How many years of marriage, and this is the first time he's taken an interest in my hobbies. Ja, los, Michael. Ich weiß, du bist ein bisschen dick dafür, aber versuch's. Erect, turgid, hold it, stroke it. I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children, do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Feel the flow. Everything is flowing in me. Mike, would you? Ja, los, Michael, zeig doch mal, was du kannst. Ich weiß, du bist ein bisschen fett und aus der Übung, aber das kriegst du schon hin. Komm schon.
Your lungs, they work, yes? Let it go. We need to talk to the kids about having a family session. Breathing is almost the most important thing, no? Jimmy könnte das auch mal gebrauchen. Und Tracy auch. So ein bisschen Anusübungen und Entspannung. In der Sonne. Breathe, please, Michael. Michael, ich finde das so süß, wie er ihn immer ausspricht. Out, please. For me, Titor, it's okay. Take in the air and release it. Ah, ich finde, Michael macht das schon ziemlich gut. Dafür, dass er das noch nie gemacht hat. Oh, Vanity, come on. Your lungs, they work, yes? Let it out, baby. If it's too much, just go into child's pose. Breathing is almost the most important thing, no? Tell me you don't feel centered. Breathe, please, Michael. Out through the mouth. Good. You have come a long way today, Michael. Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Michael. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. What? Back. Yes, there you go. Oh! What? Hey, enough of that! Yoga is the answer, Michael. But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that phony French fucking yogi! Michael. Gerade hatte er sich so schön hier mal mit seiner Frau beschäftigt. Ja, zum ersten Mal haben die mal was gemeinsam gemacht und er hat sich darauf eingelassen. Und dann bumst der Kerl die wieder an, natürlich. Und jetzt ist sie weg für immer, Michael. Ach ja, du hast auch kein Glück, mein Lieber. So, warte mal, wir müssen Jimmy sollen wir suchen. Oben ist er ja wahrscheinlich in seinem Zimmer und zockt Infinite Rage, oder wie die Kacke heißt da. Call of Duty. Leave me alone. Oh yeah, fuck you. You know what, if there was a rape button, Nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Alright, come on. I want to go for a ride. I gotta meet a friend. Alright, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Steig in dein Auto und Jimmy, Jizzle, Fizzle, Dizzle, nehmen wir direkt mal mit. Komm, steig ein, Alter. Zocken kannst du wann anders noch, mach mal was mit deinem Papa. So, where is your friend? Burger Shot. Ernsthaft, wir fahren jetzt mit unserem Sohn zusammen zu seinem Freund. Ist ja Gott sei Dank gar nicht peinlich, wenn Papa ihn dahin bringt, aber gut. Yeah, nice to machen see wir das mal. Still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we'd go down to the diner after class every day. I'd get milkshakes. Rise. Ew, please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope-smoking, game-playing, live-at-home world owes him a living millennial. I knew it! The mask was gonna slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, I'm sorry if I don't express that correctly. But why do you think we're here together? You really have to meet my friend? Yeah, I really do. There he is, the friendly neighborhood drug dealer. Yo, brother man, what's up? What's up, man? Good to see you. What are you, turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Ah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy. Just hold on a second. Oh, all
All right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. So, Jimmy, schau mich mal nicht so an hier. Alrighty then. Now what? Alrighty then, das sag ich auch immer. Ja, okay, komm, wir fahren nach Hause. Guck mal, sein Papa ist so nett, er fährt sogar mit ihm die Drogen kaufen. Er versucht ja auch wirklich, sich auf seine Familie einzulassen, oder? Er gibt sich Mühe, Michael gibt sich echt Mühe, macht Yoga mit seiner Frau, unternimmt was mit seinem Sohn, die gehen gemeinsam Drogen kaufen. So eine richtige Papa-Sohn-Beziehung hier. Und trotzdem hassen ihn alle. Okay, your turn. Maybe when we get home. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Whoa! Oh, Michael ist komplett auf Droge. Michael ist komplett high. Schau es dir an und er fährt noch weiter Auto. Oh shit. I'm stopping. Oh, what was in there? It's harmless. Vets have been using it for decades. You anesthetize me? You fucking shit. I'm protecting you from yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. Alright? You're too crazy, Dad. Goodbye. Jimmy! Tja, ich sag ja, er gibt sich Mühe, unternimmt was mit seiner Familie und was kriegt er dafür? Einen fetten Arschtritt. Nix kriegt er dafür. Mit Tierarztzeugs hat er ihn betäubt. Und jetzt hat er den Trip seines Lebens, der gute Michael. Mit Affen. Aber nicht nur mit Affen. Sondern es wird noch viel abgespaceter, auch mit UFOs. Und mit Aliens, die Michael untersuchen wollen. Und die ihn danach wieder fallen lassen. Flieg, mein Lieber. Flieg. Der Trip seines Lebens. Oh, herrlich. Ich liebe diese Mission. Ich liebe diese Mission. Einfach nur lustig. Das ist so richtig. Weißt du, er kassiert nur. Ich finde, er kann einem so leid tun. Er gibt sich ja wirklich Mühe mit Amanda, mit Jimmy und alle. Ah. Jimmy verabreichen irgendwelche Tierarztgifte oder irgendwelche Betäubungsmittel jedenfalls. Alle hassen sie ihn. Er nimmt Geld von seinem Konto und zieht aus. Naja, aber Michael hat dafür immerhin den Trip seines Lebens. Ich meine, Affen sind schon das eine. Wenn man Affen sieht, dann fängt es schon ordentlich an. Aber wenn man dann noch von Aliens entführt wird, untersucht wird und dann wieder nackt vom Himmel fällt und alles ist bunt, dann hat man echt Probleme. Ah, das Lied ist auch einfach geil. Sehr cool, die Mission. Fand ich damals schon Hammer. Ich würde ja gerne in einem Pool landen oder so. Herrlich, oder? Alles so schön bunt hier. Und ich glaube, da bin ich gegen eine Laterne geflogen. Und da ist er wieder zurück. Der nackte Mann auf der Wiese. Verlassen von Frau und Kindern. Ja, da reiert er erstmal. Besser so. Michael, du kannst auch nicht so rumlaufen. Was sollen denn die Leute denken? Erstmal nach Hause und erstmal
schauen, ob Jimmy noch da ist und ihm ordentlich eine schellen. Das hat er nicht anders verdient. Aber irgendwie muss ich erstmal nach Hause kommen. Er ist nackt, dick und ohne... Bleib mal bitte stehen. Ich brauche ein Auto. Oh, schon mal vor. Plötzlich hält dich ein nackter Mann an und klaut dein Auto. Nackter, alter, dicker Mann. Ja, er fährt immer noch so ein bisschen besoffen. Er lenkt immer noch wie so ein Irrer, aber... Ich glaube, nach Hause schaffe ich es so gerade. Aber es scheint so, als wären sie beide weg. Oder als wären sie alle drei weg. Familie hat uns verlassen. Klamotten haben wir auch keine mehr. Tja. Wie gesagt, er kann einem leid tun. I'm back. Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend. And then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. Blöder Wichser, Jimmy. Blöder Wichser. You decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Tja, seine Ehe geht den Bach runter. Ich meine, er ist ja auch zu Teilen selber schuld, aber Amanda ist auch wirklich eine Bitch, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und die Kinder sind auch nicht viel besser. Aber wir haben die Mission bestanden, Yoga beruhigt und ich war nur nicht schnell genug, ansonsten war alles super. Na gut, wie gesagt. Aber Yoga können wir jetzt zumindest machen. Und $3000 hat Jimmy von unserem Konto geklaut. Was hätte er denn jetzt gemacht, wenn ich gar kein Geld mehr gehabt hätte? Gut, da hätte man sehr schnell sehr viel ausgeben müssen, weil man hat ja kurz vorher das Geld vom Heist bekommen. Aber wenn ich theoretisch gar keins gehabt hätte, was hätte er dann gemacht? Naja. So, ich würde sagen, wir sind dann auch schon wieder raus für diesen Part. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war doch mal wieder ein cooler Part. Euer Walle, ich bin raus. Bye, bye. Etwas länger. Hey Walle, anfangs war ich ein wenig skeptisch zu den Vlogs, aber ich muss sagen, du machst das ganz gut. Ist wahrscheinlich nur ungewohnt. Ich kenne dich schon seit November 2011. Da habe ich angefangen mit YouTube. Insofern einer der ersten sozusagen. Und ich finde es doch irgendwie spannend, deine Entwicklung auf YouTube.